Ich grüße dich. Hast du mit meinen Geschwistern gesprochen? Wie geht es ihnen? Ich habe noch nicht alle getroffen. Ich sage dir Bescheid. Das weiß ich zu schätzen. Wir reden später. Reichen diese winzigen Zufluchtsräume? Tolle Angebote hier, auch für Fremde und Fremde. Hallo. Willkommen im Land der Langeweile. Was kann ich für dich tun? Nein. Ich bin hier, weil Weitsicht mich schickt. Sie fragt, ob du etwas brauchst. Ah, richtig. Ich sollte mich schon vor einer Weile melden. Tut mir leid. Dieser Job ist so langweilig, dass ich vergessen habe, dass ich eigentlich etwas tun muss. Hier ist alles in Ordnung. Und ich bin nah genug am Dorf, um wegzulaufen, wenn etwas passiert. Versuche, wachsam zu bleiben. Wenigstens ein kleines bisschen. Wie du meinst. Puh. Jede Menge Ressourcen. Wir sollten sie nutzen, um unsere Essenzsteine zu verstärken oder neue zu schmieden. Splitter ist nah. Wir sollten nach ihm suchen. Thank you.
Dieses Totem kommt mir bekannt vor. Ich kann seine Energie spüren.
anders. Da, unter dieser Felsformation. Dieser Ort wird uns als Orientierungspunkt dienen. Von hier aus können wir in die Einöde genug Zutaten gesammelt, um etwas Großartiges zu erschaffen. Niemand in Sicht. Aber es gibt ein Tagebuch. Vielleicht finden wir darin ein paar Hinweise. Dem Tagebuch liegt eine Schatzkarte bei. Vielleicht können wir auf der Karte nachsehen, ob wir unseren vermissten Freund finden. Könnte vom nahegelegenen Aussichtsposten kommen. Es gibt nicht viel, was wir für ihn tun können. Das ist bedauerlich. Wir können immer noch versuchen, den Schatz zu finden, der auf der Karte eingezeichnet war. Wir sollten seine Geschwister über sein Schicksal informieren.
Hallo. Was machst du denn hier draußen? Ich brauchte etwas Zeit für mich. Wir wurden zurück in die Hauptstadt gerufen. Aber wenn wir gehen, ist das Ende von Castrum 7 und seiner Einwohner. Die anderen sehen zu mir auf. Wenn sie sehen, wie verzweifelt ich bin, würden alle die Hoffnung verlieren. Darum muss ich allein sein. Nur bitte sag ihnen, dass es mir gut geht. Und dass ich über unsere Situation nachdenke. Was machst du hier drin? Ich brauchte etwas Zeit für mich. Wir wurden zurück in die Hauptstadt gerufen. Aber wenn wir gehen, ist das Ende von Castrum 7 und seiner Einwohner. Die anderen sehen zu mir auf. Wenn sie sehen, wie verzweifelt ich bin, würden alle die Hoffnung verlieren. Darum muss ich allein sein. Auf Wiedersehen. Möge Telos. Naja, du weißt schon. Sag ihnen, ich werde bald da sein. Sehe den Reisenden. Er könnte etwas haben, das wir brauchen. Ich habe dich noch nie gesehen. Wie kommst du hierher? Weitsicht wollte, dass ich mich bei euch Spähern melde. Brauchst du etwas? Weniger Phantome, ein Weg raus aus diesem Loch. Ich befürchte, da kann sie nicht viel machen. Ein bisschen mehr Essen wäre schön. Hast du in letzter Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Nun, die Phantome sind viel aggressiver geworden. Das ist ziemlich verdächtig, wenn du mich fragst. Thank you.
Das ist ein Splitter der Aufdeckungsmacht. Ist es das, was wir brauchen, um den Pfad der Ritter zu öffnen? Ja, zum Teil. Sobald wir drei dieser Splitter und das Hauptstück haben, können wir es in den Gauntlet schmieden. Dann können wir das Tor freilegen. Ich verstehe das noch nicht ganz, aber machen wir es einfach. Sehe den Reisenden. Er könnte etwas haben, das wir brauchen. Können wir uns ausruhen und stärken. Es war ein weiter Weg vom Dorf bis hierher. Wie geht es dir? Ich versuche immer noch, mich mit meinem neuen Ich zurechtzufinden. Ich bin ein Namenloser. Weniger wert als eine Person. Nicht mehr. Jetzt bist du mehr wert als jeder andere. Das werden wir noch sehen.
Ich grüße dich. Hast du mit meinen Geschwistern gesprochen? Wie geht es ihnen? Ich habe Neuigkeiten. Flinkfuß. Ich habe seine Leiche gefunden. Er wurde wahrscheinlich von Phantomen getötet. Flinkfuß. Ich kann es nicht glauben. Es tut mir leid. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Kannst du bitte auch nach den anderen sehen? Sag mir, dass sie in Sicherheit sind. Das habe ich getan. Dem Rest von ihnen geht's gut. Das freut mich. Ich danke dir. Kommt ihr alle zurecht? Wir werden es schaffen. Es ist nur schwer zu glauben, dass er wirklich fort ist. Aber ich kann nicht einfach herumsitzen und Trübsal blasen. Ich muss stark bleiben. Für meine Schwestern. Ich verstehe. Pass auf dich auf. Bevor du gehst, nimm das bitte mit. Das ist das Mindeste.